Und hey, was ist denn wieder? Ne? Part 2 von Super Mario Land. Oh yeah. Wow, hier geht's voll ab. Mit einem Pilz. Oh, ein Pilz. Obwohl der Pilz eher wie ein Muffin aussieht. Oh, er sieht voll aus wie ein Muffin. Was ist jetzt ein Muffin? Ein Muffin mit Magic Mushroom Geschmack. Och nö. Ja. Und diese komischen Dinger. Und Schildkröten. Und Steinstart schon im Hintergrund. Hep. Hep. Ja, wir interessieren schon die Münzen. Wow. Kollege. Schieß nicht einfach auf mich. Wow. Da kommt einfach mal so ein Gestörter angerannt. Alter. Ja, ja, immer diese Gestörten auf der Straße, die einfach umrennen. Und ein Tee und ein Leben, was ich ignoriere, weil, ja, brauche ich nicht. Hab genug Leben. Hep. Ja, schieß, schieß, Kollege, schieß, Kollege. Wow. Ohohoho. Ah. Ja. Ach ja. Und jetzt schmeißt jemand mit Felsen. Ja, ja. Boah, an der Stelle haben ich und mein Bruder lange gesessen, weil wir immer dachten, wir müssten so springen. Warum auch immer wir das gedacht haben. Aber wir hatten irgendwie gedacht, man kann nicht einfach auf dem Felsen stehen bleiben. Deswegen war die Stelle ziemlich schwierig für uns. Ja. Wie auch immer. Hep. Und hep. Einmal umsteigen. Und hep. Und hep und springen und ja, ich... Wow. Den habe ich vergessen. Egal. Ich sollte vielleicht auch nicht so oft hep sagen. Yay. Und nächste Stage mit Mario, dem Kollegen hier. Mario ist der beste Kollege, den man sich wünschen kann. Oder auch nicht. Ach ja. Naja, so. Na komm. Ja. Ja. Spinne. Spinne. Bam. Ups. Ah, so nicht geplant. Jetzt ist der Pilz weg. Wow. Was ein dämlicher Tod. Aber auch völlig irrelevant. Ich spawn nämlich einfach neu und die Spinne nämlich nicht. Ha. Ich bin besser als die Spinne. Ich kann neu spawnen. Solange ich noch Leben habe. Und da will Mario nicht springen. Die olle Klempner-Sau. Schildkröte, geh kaputt. Ist gleich auch das einzige Spiel, in dem die Schildkröten explodieren, wa? Ich würde mal interessieren, warum dieses Spiel so anders ist als die ganzen anderen Mario-Spiele. Oh, wegspringen. Und die Spinne, die springt in den Abgrund. Ja, das weiß ich noch. Von früher. Und Pilz, danke. Bin ich nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit sofort tot. Hep und hep. Und Stein. Und Spock. Sehr schön. Und im Hintergrund voll das Wasser. Das sieht voll eklig aus. Mit der alten Gameboy-Grafik. Hep, bam, Double Kill. Und Kartoffel, ne, Röhrenkartoffel ist auch weg. Hep, hep. Da springe ich in einem Satz rüber. Und das schaffe ich nicht, natürlich nicht. Wieso auch? Ach ja, boah, schon nur noch 102 GB frei. Die Aufnahmen fressen aber auch Speicher. Nicht nett, nicht nett, nicht nett. Set 3 von Welt 3. Es gab, glaube ich, 4 Welten.
insgesamt. Ist also ein ziemlich kurzes Spiel. Wie auch immer. Hep, hep und hep. Hep, hep, hep. Depp, depp, depp. Weg, weg, weg. Njoin, renn rüber. Wir waren Leben. So, euch beide aus dem Weg räumen. Ist immer eine gute Sache. Boah. Na komm. Sehr schön. Immer von Plattform zu Plattform und Mario. Jump. Jump, 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 jump. Mario, Mario, Mario ist so awesome. Mario, reparier mein Klo. Wow, der Gestörte hat mich umgerannt. Ach, immer so Gestörten. Und immer diese Steine. Ach ja. Bin froh, wenn die weg sind. Ich habe die Steine früher nie gemocht. Okay. Ja, einfach treffen lassen und durch. Ja, ja, das ist der Mario. Der ist cool. Der kann das. Und zack. Und jetzt ein weiterer Höhepunkt in der Story. Ich finde es schön, wie sie die Szenen immer so einzigartig gestaltet haben. Unser umfangreicher Text, die Dialoge, das ist der Wahnsinn. Ja, ja. Und eine Spinne. Die Spinnen doch, die Spinnen. Und ich kriege 3 Leben. Ich hätte jetzt gern die Feuerblume genommen. Aber egal. Ah, die China-Musik und China-Welt mit den Chinesen. Oder irgendwas, was so ähnlich ist wie Chinesen. Und ja, Chinesen oder Chinesinnen sind übrigens unsterblich. Man kann so oft auf ihren Kopf springen, wie man will. Die stehen einfach wieder auf und nein, ich will nicht irgendeinen Safe State setzen. Ich muss aufhören, die Steuerungstaste zu betätigen. So. Lass mich da rauf, Mario. Hep. Hohoho. Krasse Geschichten. Sehr gut. Einfach offscreenen. Das hilft all gegen alles. Also wenn ihr mal irgendwelche Chinesinnen trefft und nicht wisst, wie ihr die besiegen könnt, einfach offscreen. Das hilft selbst gegen Asiaten. So. Na komm, Kartoffel, Röhrenkartoffel ist awesome. Ich mag Röhrenkartoffeln. Ach ja, Kartoffeln sind toll. Unangenehme Sprünge. Gemeistert. Und bam. Aufs Dach. Ja, so. Und weiter geht's. Der Treffer war unnötig. Lass mich bitte einfach nur durch. Danke. Und nächstes Level. Aber ich mag die Musik. Auch wenn ich die Musik aus der zweiten Welt immer noch am besten finde. Hep, hep. Ja. Voll reingesprungen, aber ich wollte halt den Pilz. Hier sind nur Münzen, die kann ich ignorieren. So, diesmal etwas geschickter gelöst. Und das dafür wieder total ungeschickt gelöst.
Und jetzt haben wir plötzlich seltsame Würmer hier. Und wir sind nicht groß, sondern klein, deswegen müssen wir unten lang. Ist jetzt aber auch nicht so das große Problem. Und danke für den Pilz. Oh, shit. Ja. Egal. Ah ja, die Passage, die war früher auch. Oh, da haben wir gesessen dran. Mein Bruder und ich. Ja. Echt miese Passage hier. Aber wie auch immer. Erstmal die Schildkröte wegrennen lassen. Oder auch nicht. Den Stern hätte ich aber trotzdem gerne. Naja. Warum stoße ich denn jedes Mal in so einen dämlichen Block? Ach, komm schon. Na gut, es ist auch die schwerste Stelle im gesamten Spiel. So. Jetzt nur nicht runterfallen. Pilz einsammeln natürlich. Ich habe gesagt, nicht hier runterfallen. Naja, egal. Boah. Steuerung. Boah, Alter. Mario, mach keine Faxen hier, du Arsch. Ich wollte eigentlich nicht springen an der Stelle. Aber egal. Na komm. Schieß nochmal. Genau. Sehr schön. Hier einfach durch. Scheiß Schildkröten. Mies. Sehr schön. Drüber jetzt noch die Röhrenkartoffel überleben und dann hier hoch und dann ist die Stage geschafft. Ja. Bonusspiel juckt mich nicht. Und jetzt müsste das letzte Level kommen, hoffe ich. Ja. Nochmal so ein Level in der Art. Wir fliegen und, ja, schließen auf Hühner. Weil Mario mag keine Moorhühner anscheinend, beziehungsweise Mario hat einfach zu viel Moorhuhnjagd gezockt und jetzt spielt er es auch im Real Life. Und deswegen kommen jetzt die ganzen Naturschützer und schießen mit Raketen auf Mario. Naja. Aber Mario, den interessiert das nicht. Der ist mal wieder auf seinem Trip. Mit seinen Muffins. Mit Pilzen. Und ja. Wir kennen ja Mario, wenn der erstmal auf dem Trip ist, dann interessiert ihn nichts mehr. Dann ist alles vorbei. Und das Huhn hat mich getroffen. Skandalös. Bam. Gib mir noch den Pilz. Ach ja, und weiter geht's. Und hier hoch, schnell. Mario, flieg. Flieg, was das Zeug hält. Ja. Und hier lang. Und jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Denn jetzt muss man hier durch diesen Parcours. Und wer zu langsam ist, der stirbt. Ich meine, sonderlich schwer ist das jetzt nicht, aber man sollte sich trotzdem beeilen. Und ich sehe jetzt schon, der zweite Part von unserem Projekt ist etwas länger. Aber das ist ja nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Ist ja schön. Ja, aber die Musik ist toll. Gib mir noch ein Bild.
Und jetzt kommen die Fäuste. Sehr gut. Und hier kommt die Wolke, die mit Hühnern schießt, weil Wolken das so tun. Ja. Ja, ja. Wolken schießen mit Hühnern. Und machen, während sie trifft, irgendwie seltsame Geräusche. Und geben 5000 Punkte. Und jetzt der Final Boss. Yay. Der, ja, das ist leichte Stanmaku. Wenn es überhaupt als Stanmaku bezeichnen möchte. Das möchte ich eigentlich nicht, aber... Yay, wie schwer. Und alles löst sich auf. Mario hat die ganze Welt vernichtet. Und auf einmal ist das Flugzeug auch weg. Oh, Daisy, Daisy. Oh yeah. Das ist die echte Daisy. Toll. Your quest is over. Ja. Und ich mag die Musik von Kreditz. Die finde ich toll. Auch die Kreditz-Musik ist super. Die jetzt gleich anfängt und sie steigen in ein Raumschiff. In, ja, warum auch nicht. Wenn das Raumschiff die ganze Zeit da stand, warum ist Daisy damit nicht schon viel früher losgefahren oder losgeflogen? Wahrscheinlich kann Daisy einfach kein Raumschiff steuern. Ist meine Erklärung dafür. Und die Musik ist jetzt absolut awesome. Oh yeah. Tolle Musik. Und der Direktor S. Okada. Ach ja, schön. Ah ja. Ja, lassen wir die Credits durchlaufen, weil... Die Macher des Spiels haben ein bisschen Anerkennung verdient. Ach ja, nettes Spiel. Wenn ich überlege, wie lange ich damals gebraucht habe, um das durchzuspielen. Das erste Mal. Und mittlerweile ist es so einfach. Gut. Aber ich verabschiede mich dann schon mal und sag bis zum nächsten Mal. Ja, mal schauen, was als nächstes kommt. Mal gucken. Vielleicht nochmal was am Emulator. Wenn das mit der Aufnahme alles geklappt hat. Isushi Nagata. Yay. Ich hoffe, die Aufnahme hat geklappt. Dann könnt ihr auch weitere Projekte hier aufnehmen. Ich würde zum Beispiel gerne mal irgendwie ein Pokémon-Spiel spielen. Wäre schon cool. Und da kommen die Buchstaben The End. Zu Deutsch das Ende. Für alle, die es nicht wussten. Und das war's dann auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.